Hallo liebe Nachtschattenwechsel, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier beim Cast Rock, neben mir zwei Mitglieder der Band Heldmaschine. Nicht zu schnell reden, Otti. Hi, erstmal genau. Hallo. Erstmal ganz kurz, weil es schalten ja hoffentlich auch Leute ein, die euch kennenlernen wollen, noch nicht kennen. Wäre immer ganz gut, wenn ihr euch eben kurz vorstellt, wer ihr seid und was euer Part in der Band ist. Also ich bin der Dirk, ich mache Schlagzeug. Ich bin René, Gesang. Und ihr seid auch beides Gründungsmitglieder, ne? Also ihr seid von Anfang an dabei gewesen. Wenn ihr jetzt mal ganz kurz erstmal auf die Anfangszeit zurückblickt, wie war das damals? Was hat den Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, wir wollen eine richtig coole neue deutsche Härteband gründen? Also eigentlich kommen wir ja gar nicht von der neuen deutschen Härte. Mhm. Wir kommen ja eigentlich eher so komplett verstreut von allen möglichen Musikrichtungen. Und dadurch, dass wir aber irgendwann angefangen haben, eine Band namens Völkerball zu gründen, bei der wir ja nur Rammstein covern, kam dann irgendein Ami an, ausgerechnet ein Ami, und hat sich gefragt, wie wir denn klingen würden, wenn wir eigene Musik machen würden. Und daraufhin haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, wie wäre das eigentlich? Und daraufhin haben wir dann eine Platte gemacht und einer der ersten Songs war dann Radioaktiv. Und die Nummer ist ziemlich gut eingeschlagen und daraufhin haben wir Blut geleckt und weitergemacht. Und wann war das ungefähr? Ich habe 2013 rum im Kopf. Ist das richtig? Pi mal Daumen. Ja, 2012, glaube ich, 2012, waren die Plattenfänge. Das heißt, ihr habt jetzt ungefähr 10 Jahre als Heldmaschine auf dem Buckel. Ja. Was waren denn seitdem so die wichtigsten Momente, Faktoren, die ihr so durchlebt habt, wo ihr gedacht habt, das hat die Band jetzt zu dem geformt, was sie heute ist? Also da gibt es viele Meilensteine. An eins erinnere ich mich immer wieder gerne, und zwar war das ganz am Anfang. Wir haben viel mit Kulissenteilen romantiert am Anfang schon, weil wir es auch von Völkerball so gewohnt waren, dass halt eine riesen Aluminiumburg hinter einem steht und viel Licht und so weiter. Und wir haben auch diesen Anspruch eben bei der eigenen Musik, bei Heldmaschine gehabt und haben angefangen, diese schweren Teile durch die Gegend zu tragen. Und dann kamen aber irgendwann die eisheiligen Nächte. Oh, ja. Und da war natürlich völlig klar, als eine von vier Bands, teilweise Opener, auch teilweise als zweite Band, war es schwer, diese ganzen Kulissenteile dann während diesem Festival auf die Bühne zu stellen und auch wieder abzubauen in der vorgegebenen Zeit. Und da war so für uns der Punkt, dass wir uns davon verabschieden mussten und wirklich gemerkt haben, okay, es geht ja auch ohne. Also das war wirklich so ein Aha-Moment, wo wir dachten, erst so, nee, kann nicht, geht nicht. Und dann, als wir es gemacht haben, war aber völlig klar, ey, viel geiler. Wir haben uns auch gesehen. Also früher war die Kulisse so, dass wir in einzelnen Schachteln versteckt waren. Wir haben uns gegenseitig noch nicht mal gesehen, alle nur über Klick gehört und so. Und da war irgendwie so ein, ja, ich glaube, da ist eine Weiche gestellt worden zu dem, was wir heute sind. Aber nee, ja, genau. Ich wollte das noch nur aufgreifen, wir reden ja gleich über Live-Shows und so. So, gewisse Elemente gehören trotzdem immer dazu. Also ihr seid keine Band, die einfach nur auf die Bühne geht, abbockt und wieder runter geht, sondern ihr habt Masken oder, ne? Ja, das stimmt, also der visuelle Anteil, den fanden wir schon immer wichtig. Also das war uns schon immer wichtig, ne? Dass es visuell halt auch stark ist und nicht nur musikalisch stark. Wir arbeiten viel mit Licht, mit Lasereffekten ja, das war schon immer so ein Teil, ne? Ja, und ich sag mal, das zeichnet euch auch aus. Ich habe euch das erstmal tatsächlich auch hier vor vielen Jahren am Castro gesehen. Ich glaube, ihr habt gerade gesagt, vor 7 Jahren. Entweder 7 oder sogar 8 Jahre. Das in den Dreh. Kommt ungefähr hin. Ich habe es tatsächlich jetzt leider nicht nachgeschaut vorher, aber seitdem habt ihr euch auch ordentlich entwickelt. Aber wenn ihr jetzt hier wieder hin zurückkehrt, wie betrachtet ihr das Festival? Was macht das für euch so besonders? Also für mich auf jeden Fall das Herzliche. Also die Leute sind super nett hier. Es ist einfach wie so ein Familientreffen. Das ist wie so nach Hause kommen. Irgendwie fühlt sich das an. Und das ist eins der schönsten und familiärsten Festivals, muss ich sagen. Ja. Ja, also man fühlt sich wirklich sofort wie zu Hause. Es ist auch egal, ob wir damals als noch kleine Band hier ankamen oder heute schon als gewachsene Band. Mhm. Es ist scheißegal, wer da kommt. Alle werden gleich herzlich empfangen. Genau. Und alles ist perfekt vorbereitet und die Leute hinter der Bühne, die arbeiten wie die Tiere. Also ist wirklich alles perfekt. Und es ist natürlich auch das Ambiente, ne? So mitten in so einem Burghof zu spielen. Manchmal ist es auch schlimm. Mhm.
zum Beispiel, wenn es warm ist. Also da staut sich ja die Hitze. Also das war halt vor 7 oder 8 Jahren so, dass wir, glaube ich, ja, 40, 50 irgendwas dazwischen Grad hatten auf der Bühne. Und da wurden wirklich mit einem Gartenschlauch lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen, um die ersten 3 Reihen Stimmt. oder die ersten 10 Reihen nicht umfallen zu lassen. Ja. Und das war schon echt krass, weil da steht dann auch die Luft drin. Ne? Und eben habe ich noch mit dem Veranstalter gesprochen und er sagte dann, ja, es ist egal wie, aber nass ist es immer. Entweder du schwitzt oder es regnet. Tatsächlich, ja. Ich meine, das ist also das fand ich gut. Ne, ist so quasi ja. eins meiner Haus- und Hoffestivals, wo ich wirklich jedes Jahr bin und genau das trifft auch zu. Mhm. Also entweder wir sitzen hier in der Sonne und wissen, die Leute verstecken sich im Schatten oder es regnet, aber ja. eben so normal ist eigentlich selten. Also, so ein Mittelding. Also heute ist dann tatsächlich so ein... heute ist so ein besonderer Tag. Ne? Das ist komisch, ne? Es ist gar kein Castle Rock Wetter. Es ist kein Castle Rock Wetter. Guck mal, ich schwitze noch nicht. Ich schwitze nicht. Es regnet aber auch nicht. Im Moment zumindest nicht. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wer hat das Wetter bestellt? Ja, wir haben vorhin mit den Fotografen tatsächlich. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich habe extra eine Sonnenbrille aufgesetzt, um die Sonne zu bestellen. Es hat aber nur partiell geklappt. Okay. Aber es waren Fotografen, sobald die den Schirm aufgeklappt haben, ging der Regen weg. Und sobald sie ihn wieder zugemacht haben, kann okay, die Fotografen sind schuld. Ja, die Fotografen ja. sind immer schuld. Davon gibt es hier ja auch einige auf diesem Festival. Ne? Also das war krass heute. Man kam sich vor, als müsste man die Hände hochheben. So viele Rohre, die auf einem. Ja. Aber es war, also ja. ist schon auch schön, wenn auf einmal so viele Fotografen. So viel Aufmerksamkeit seid ihr ja gar nicht gewohnt. Nee. Sonst irgendwie nur vor 3 Leuten irgendwie ja. in der Kaschemme. Ja. Also, ja. So ist das bei uns. Ja, nein, Quatsch. Tatsächlich, wie gesagt, ist es ja das Schöne, damals seid ihr schon abgefeiert worden, jetzt habt ihr definitiv eine Fanbase. Ich ne, kenne auch eure Fangruppe, wo sehr viele sehr aktive Leute sind, von denen auch einige wiederum hier sind. Ne? Auch ja. ganz lieben Dank an dieser Stelle, an alle, die uns unterstützen. Genau. Ich denke mal, das ist gerade für eine Band, die wie ihr jetzt wirklich am Wachsen ist, und das kann man ja so sagen, mit das Entscheidende, dass du eine gute Fanbase hast, die dich als Unterbau supportet. Mhm. Absolut, ja. ja. Ja, die sind wichtig, sehr wichtig. Wo ich auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen wollte, weil ich habe euch letztes Jahr 2-mal gesehen, einmal auf dem Amphi und einmal bei Vinyl Nation, bei dem 30-jährigen Jubiläum. Beide Shows waren gut, aber Amphi ist natürlich so klar, dass das Stammpublikum so gemischt, dass eure Fans definitiv da sind. Bei Vinyl Nation, ich war echt fasziniert, wie sehr die doch eher, sagen wir mal, Future-Pop, Synth-Pop-lastige Meute euch dann abgefeiert hat. Wie habt ihr das wahrgenommen? Das muss ich sagen, in der Tat, hat uns auch sehr gewundert. Mich hat auch gewundert von Anfang an, dass Ronan so auf die Heldmaschine abgefahren ist. Also, das heißt abgefahren, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber irgendwie war das was ganz Besonderes. Ich muss sagen, wir waren beim Mera Luna, haben wir gespielt und Ronan hat uns anscheinend gesehen dort, mhm. was wir aber nicht wussten. Und er war ja an dem Abend, als wir da spielten, auch Headliner. Und wir haben den ganzen Tag genossen, wir haben dann Vinyl Nation gesehen und sind dabei abgeflogen, ne? Also im Publikum, die Lieder, die sind ja wirklich so, du kannst ja sowas von abfliegen, Ronan, wow. Ja. Und irgendwann habe ich Backstage gesessen und da war dieses Gästebuch. Da habe ich reingeschrieben, Heldmaschine, also unseren Schriftzug. Und dann gucke ich hoch und da kam gerade Ronan rein, ganz frisch von der Bühne. Dann gucke ich ihn an, wir kannten uns noch nicht, und gucke wieder nach unten und Heldmaschine war fertig und drunter habe ich geschrieben, Loves Ronan. Und dann hat er gelacht und gemeint, Ronan wird aber mit A geschrieben. Das ist natürlich geil, ja. Ja, sorry, ich war schon ein wenig ja, neben der Spur. Aber das war so der Anfang und dann ja, haben wir uns in den Arm gelegen, ein bisschen was getrunken und es war irgendwie echt herzlich. Also ich habe ihn auch so kennengelernt ja. als herzlichen Menschen. Ja. Absolut, ja, absolut. Ja, und dann wurden wir auf einmal zu diesem 30-jährigen Vinyl Nation Festival eingeladen. Und da waren wir total baff. Hey, da kommt eine Taube. Ja. Hi. Wir haben vor dem Interview noch darüber gesprochen. Wir brauchen eigentlich noch so ein Tier, was die Show crasht. Ne? Ja. Ja, jetzt ja. muss sie nur noch hier hochhüpfen, aber ich glaube, da hat sie keinen Bock drauf. Die hat Angst. Ich habe gesehen hier auf dem Castle Rock, da sind überall weiße Tauben. Hm? Also Friedenstauben fliegen hier überall rum. Das ist total passend, finde ich. Ja. Ja, Thema Frieden.
Das ist aber eigentlich ein ganz gutes Thema. Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht so viel über eure Musik an sich gesprochen. Ja, Neue Deutsche Härte ist eh immer so ein Oberbegriff, wo man viel drunter fassen kann. Ja. Manche versuchen sich schon wieder davon zu distanzieren. Ist aber halt ein hässlicher Oberbegriff. Eben. Aber ja. Aber so ganz allgemein jetzt mal zusammengefasst, was sind denn so die wichtigen Themen in eurer Musik, die immer wieder auftauchen oder die euch besonders am Herzen liegen, wo die Leute einfach mal Ohr offen halten sollen? Also es ist ja so, dass wir nicht irgendwie mit dem Finger in die Wunde stechen wollen, einerseits, andererseits aber schon, weil welche Band bewegen nicht die typischen Themen, die halt die ganze Welt beschäftigen, also diese sozialkritischen Themen zum Beispiel, das ist ja immer so. Also jeder hat ja irgendwo sein Empfinden für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit und die will man natürlich in seiner Musik auch zum Ausdruck bringen, ne? Die Missstände. Das kann man auf die eine oder andere Weise machen. Wir versuchen es halt immer so ein bisschen versteckt, um einerseits die Leute auf dem Konzert nicht runterzuziehen mit diesen Themen, andererseits aber auch zum Denken anzuregen und das irgendwie so zu verpacken, dass die Leute während dem Konzert noch feiern können, aber auf dem Rückweg nach Hause dann auf einmal drüber nachdenken. Also das ist so irgendwie, ist natürlich ein sehr schwieriges Feld, aber das ist eigentlich das, was wir so vorhaben mit unserer Musik. Ja gut, tatsächlich ist es ja gerade heutzutage, wo viele Leute streamen und downloaden und so, wahrscheinlich auch schwieriger, die Texte wirklich zu vermitteln, weil selbst wenn die Leute zuhören, ist das anders als früher, wo man dann halt ein Booklet gelesen hat. Ne? Stimmt und schon, eins ja. Hat er noch wirklich CD gekauft oder Schallplatte vielleicht sogar gekauft und dann wirklich die Texte erstmal durchgelesen. Ja, ja. Habt ihr da irgendwie einen Unterschied gemerkt in der Wahrnehmung der Leute heute, dass sie vielleicht Texte mit singen und ihr merkt, die achten gar nicht darauf, was sie singen? Also ich glaube schon, dass, sagen wir mal, die Stammfans, die wissen ja, wie wir ticken und dass es durchaus Sinn macht, sich unsere Texte auch mal genauer anzugucken und dabei auch was entdecken zu können. Das wissen die. Leute, die neu sind, die werden da wahrscheinlich noch nicht so drauf hören, aber das ist auch nicht schlimm, weil die sollen einfach die Musik auch mögen und mitfeiern können. Und wenn sie uns dann mögen, spätestens dann werden sie sich vielleicht die Texte mal näher zu Gemüte führen und das ist das gleiche Ergebnis dann, nur ein bisschen später. Ja, ich denke, dass sowieso man erstmal eine Band kennenlernt über die Musik und sich später dann, wenn einen eine Band interessiert, sich vielleicht auch mehr dafür interessiert und dann auch beschäftigt oder sich näher damit beschäftigt. Ne? Wobei es da natürlich auch die Leute gibt, die es genau andersrum machen. Die hören erst auf die Texte und erst, wenn ihnen die Texte gefallen, gehen sie auch auf die Musik ein. Also es gibt natürlich alles. Ne? Ja. Aber es bringt mich dann dazu, euer aktuelles Album, also noch aktuelles Album ist von 2019, also sogar noch von vor der Pandemie, ja. Heißt Ein Fahnenkreuz, richtig? Mhm. Ich habe vorher gewarnt, ich bin nicht gut der Beste in Texten. Motti. In jüngster Titel, nicht Texte, Titel. Hat sich denn im Laufe der Jahre und speziell zu dem Album hin dann irgendwie eure Texte und auch eure Art Musik zu machen gewandelt oder seid ihr da weitestgehend? Also es ist auf jeden Fall reifer geworden, würde ich sagen, sowohl soundmäßig als auch produktionsmäßig, aber natürlich auch textlich hat uns klar die Zeit auch beschäftigt, so durch die wir da gegangen sind. Und natürlich sind da auch Themen verpackt, aber jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit irgendwie draufgestoßen wird. Ne? Aber es klar, es hat schon uns beschäftigt, würde ich sagen. Ja, und du musst ja auch mal davon ausgehen, wenn du diese lange Zeit erlebt hast, in der du ja quasi nichts erlebst, außer dieses eine beherrschende Thema, fällt es natürlich auch schwer, über irgendwelche Dinge zu schreiben, die man gar nicht erlebt hat. Also, ne, und das war schon für uns auch ein bisschen schwierig, aus diesem Mühlrad rauszukommen. Ja. Weil, wenn dich immer nur ein Thema beschäftigt und du weißt irgendwie, das kann dich zugrunde richten, wie sollst du dann über was anderes nachdenken können? Also es ist wirklich schwierig gewesen und es gibt demzufolge auch ein paar Songs auf der Platte, die das Thema anritzen, aber nie mit dem Wort Corona oder sowas. Ja. Also sowas gibt es da nicht. Ne? Aber man kann auch diese Songs auf andere Themen wiederum ummünzen.
Das ist das Ding, ne? Man, so. Es ist nicht nur das Thema, sondern man kann das auch auf andere Felder in seinem Leben so drauf projizieren. Ja. Und es gibt aber natürlich auch die anderen Songs, die jetzt sich damit gar nicht beschäftigen, wie zum Beispiel die neueste Single, die gerade aktuell rausgekommen ist, Hast du Angst? Die beschäftigt sich eigentlich mit Urängsten. Ne? Und, das hat aber auch viel mit dem Thema zu tun. Hatte mit dem Thema, sagen, der Anstoß kam einfach? Schon, aber ja, ja. Es ist natürlich viel allgemeiner gehalten. Ne? Ja. Und genau, so, ne? Also von daher ist es nicht nur dieses Thema, es ist schon ein breites Feld, aber die, ich finde, produktionsmäßig und Songwriting-mäßig ist das nochmal eine ganze Ecke reifer geworden, alles. Schon ein Titel für das neue Album jetzt, den ihr jetzt raten dürft? Flächenbrand, ja. Flächenbrand, ja. Wir sollten. Gehen auf Flächenbrand-Tour, also... Ja gut, das passt dann ja oft zusammen, ne? Also es ist ja meistens heißt die Tour wie das Album. Genau. Ja. Nicht immer. Macht Sinn, ne? Ja, es gibt auch Leute, die es anders machen. Übrigens, ja. Die Tour ist im Herbst, also alle vorbeikommen, Leute. Im Oktober. Oktober. Oktober, große Tour mit Versus Goliath und das wird geil. Und Heldmaschine. Und Heldmaschine natürlich. Ja. Dürft ihr nicht verpassen, Leute. Versus Goliath ist Headliner, habe ich das richtig verstanden? Nee. Na gut. Aber tolle Band, die wir jetzt mitnehmen werden. Ja, das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Frage, wie seid ihr denn auf die gekommen, beziehungsweise wie ist eure Connection zu denen? Das kam im Grunde genommen ganz platt gesagt über unsere Konzertagentur. Über die Agentur, ja. Ja. Und dann hatten wir sie zum Maschinengipfel, unserem eigenen Festival, was jetzt im Juni stattgefunden hat. Das erste Mal übrigens mit Diary of Dreams, Heldmaschine versus Goliath und der Schulz von der Unzucht war und da. Und jetzt von Umf. Und jetzt von Umf, genau. Auch von Umf. Eigentlich hätte End of Green auftreten sollen, die jetzt gerade aufgehört haben hier auf dem Castle Rock, aber da gab es einen medizinischen Notfall und dann musste der Schulz einspringen und das hat er dann auch gemacht. Die sind dann feuerwehrmäßig zu uns gefahren. Auf jeden Fall, da war vs. Goliath das erste Mal dabei, beim Maschinengipfel, bei unserem eigenen Festival. Und die haben uns extrem gut gefallen und dann haben wir gesagt, gehen wir mal mit auf Tour. Dann lasst uns das auch noch mal ganz kurz ansprechen. Maschinengipfel ist ja euer eigenes Festival. Ich habe auch schon darüber gelesen, ich war selber leider noch nicht da. Hat sich nicht ergeben. Aber wie seid ihr dazu gekommen, wirklich ein eigenes Festival auf die Beine zu stellen? Das kam eigentlich daher, dass wir eben schon mal angesprochen, damals auf den Eisheiligen Nächten mit dabei waren. Und ja, Subway to Sally hat ja auch ihr eigenes Festival. Und wir fanden das damals so geil, dass wir immer wieder mitfahren wollten. Ja. Und aber wir wurden nie wieder eingeladen und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt. Wir wurden nie wieder eingeladen und dann haben wir gesagt, aus Trotz machen wir jetzt ein eigenes. Genau. So, wenn ihr das seht, ne? Fisch. Hallo. deswegen machen wir unser eigenes Festival, genau. Weil ihr uns nie wieder mitgenommen habt. So. Ja. Aber wir waren treu immer jedes Jahr bei den Eisheiligen Nächten auf jeden Fall und haben die Jungs besucht und Mädel. Und es war immer wieder ein tolles Wiedersehen auf jeden Fall. Also Subway to Sally ist immer toll zu besuchen auf jeden Fall. Auch toll zu interviewen, als Münzi Ellie, die habe ich letztens. Ja, und vor allem, mit euch hat alles angefangen. Ne? Das stimmt. Also das waren unsere ersten großen Konzerte, die wir gespielt haben mit Heldmaschine. Da haben wir auch die Unzucht kennengelernt, da haben wir halt Hatzio Mortis kennengelernt. So, da sind wir in diese ganze Bubble erstmal so reingekommen. Mhm. Ne? Mhm. Und das war so der Anfang, muss man sagen. Ja, aber ich glaube, das verbindet auch besonders, ne? Die Leute, die einem am Anfang helfen, ne, fühle ich die auch absolut. Klar, und das ist halt natürlich auch hängen geblieben, das steckt in uns drin. Ne? Das ist also also die Zeit mit Umf, wir waren mit Umf auch auf Europa-Tournee, die war auch toll und intensiv und schön. Mhm. Und auch mit Megaherz und so, ne? Also eigentlich alle Touren, die wir bisher gemacht haben. Ja. Wo wir mitgefahren sind, das war immer klasse, aber die Eisheiligen Nächten waren halt die Ersten und die Ersten sind halt einfach die Ersten. Das ist halt so. Das bringt mich auf eine Frage, die habe ich glaube ich noch nie gestellt, aber klar, ihr erzählt jetzt von den Support-Touren und jetzt seid ihr mittlerweile groß genug, dass ihr auf jeden Fall auch Headliner-Touren spielen könnt. Wie war denn der Übergang, wie aufregend war das, als man dann auf einmal wusste, ey, jetzt müssen wir die Leute anziehen, wir sind nicht die, die ein paar Fans zusätzlich reinbringen? Ja gut, man hat natürlich ganz anders angesetzt, weil ich sag mal, die Eisheiligen Nächte sind ja auch eine andere Art Tour, als wenn jetzt Subway to Sally mit einer Support-Band auf Tour geht. Ja. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das ist ja für die auch schon was Größeres, was ja auch nur einmal im Jahr um die Weihnachtszeit rum stattfindet. Und von daher haben wir unsere Erwartungen natürlich total zurückgeschraubt, was auch gut war. Mhm. Also hätten wir jetzt gedacht, wir würden so viele Leute erreichen, nur weil
die Leute uns bei Subway to Sally auch gefeiert haben auf den eisheiligen Nächten, dann wären wir natürlich untergegangen, so rein mental. Ne? Und von daher haben wir uns zum Glück relativ zurückgeschraubt in unseren Erwartungen und damit sind wir sehr gut gefahren, weil wir immer, also auch heute noch Spaß haben, vor wenig Leuten zu spielen. Ja. Ja. Das heißt, ihr seid auch so eine Band, die im Zweifelsfall, wenn aus welchen Gründen auch immer, unwahrscheinlich, aber kann ja passieren, da nur 10 Leute im Publikum stehen würden, würdet ihr trotzdem Vollgas geben? Vollgas, immer. Super Einstellung. Ne? Das ist, weil, muss ja mal so denken, die Leute, die können ja nichts dafür, dass die anderen 2000 nicht gekommen sind. Stimmt. Also, das ist jetzt natürlich bescheuert, nein, 2000. Ne? Aber jetzt mal, ne, im Ernst, wenn, keine Ahnung, 10 Leute da stehen statt 300, dann musst du die ja genauso bedienen, als wären 300 da. Weil die haben ja den gleichen Eintritt bezahlt und die wollen ja auch ihren Spaß und haben ihre Erwartung. Dann kannst du die doch nicht damit strafen, dass die anderen 290 nicht gekommen sind. Also daher. Ja. Weil natürlich viel jetzt aktuell auch oder in letzter Zeit gerade nach Corona abgesagt wurde, weil einfach zu wenig Tickets verkauft wurden, aber einfach weil die Kosten dann natürlich noch so hoch sind. Das ist natürlich noch ein anderer Faktor. Boah, das ist natürlich auch passiert. Also klar. Das ist ein Riesenfass, was man da aufmachen könnte jetzt. Also es gibt ja so viele Faktoren, weshalb heutzutage Konzerte gut oder schlecht laufen. Wenn man dann sieht, irgendwie, dass auf einmal Rock am Ring Werbung macht, wo man vorher dachte, so, das war noch nie nötig. Und dann hatten die irgendwie 10.000 Leute weniger vor der. Und große Festivals, das Reload, glaube ich, ne, ja, ist ausgefallen. Komplett also abgesagt. Andere laufen dann auf einmal wieder richtig. Von den großen Metal-Festivals ist ja auch jetzt komplett gekostet worden. Ne? Das ist echt krass. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, aber ein ganz großes Bing-Bing-Head. Aber du hast halt so mit den Eindruck, dass du den Markt überhaupt nicht mehr einschätzen kannst. Also du kannst eigentlich nur noch Augen zu und durch und hoffen, dass es gut geht. Ja. Also so ungefähr gehen wir gerade dran. Und von daher wundern wir uns auch überhaupt nicht über schlechte Vorverkaufszahlen oder überdurchschnittlich gute Vorverkaufszahlen. Im Moment spielt halt alles verrückt. Und das hängt wohl auch damit zusammen, denke ich zumindest, dass auch gerade dieser ganze Corona-Konzertstau aufgelöst wird. Also viele Konzerte finden jetzt statt, viel zu viele eigentlich. Ja. Aber irgendwie muss das ja mal alles aufgearbeitet werden, bis wieder die Normalität einkehrt. Ne? Und es ist halt dieses, also ich denke zumindest, dass es so ist, dass es dieses Überschwappen. Ja, auch. Das ist auch ein Faktor. Ja, natürlich Preissteigerungen spielen rein und alles. Klar, das alles kommt wirklich, jetzt alles dazu. Aber wie gesagt, da kann man einen Riesenfass aufmachen. Könnte man tatsächlich, ich glaube, müssen wir jetzt auch an der Stelle nicht machen. Wir kommen nochmal zurück zu einem Album. Langweilig, ne? Ja, ist langweilig. Ja, ich glaube, da könnte man auch coole Diskussionsrunden drüber machen, auch mit unterschiedlichen Leuten, ne? Musiker, vielleicht auch die Veranstalter selber und so. Ja. Aber das werden wir hier nicht auflösen können. Nee. Aber nochmal ganz kurz zum Album. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann kommt das denn raus? Weil die Leute sollen ja vorbestellen am besten, ne? Ist ja auch da immer schön. Kommt vor der Tour im September. Mhm. Und ja. Genaues Datum dürfen wir noch nicht verraten, ne? Genaues Datum dürfen oder können wir nicht verraten, weil wir es doch gar nicht wissen, oder? Ich weiß es, also es gibt auch eine Release-Party, das weiß ich auch schon, aber alles andere können wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht sagen oder dürfen wir auch nicht. Ist ja auch manchmal heutzutage recht zusammenhängend mit ne, Lieferungslinkster Vinyl und dem ganzen. Ja, das kommt dazu, genau. Das muss ja gut geplant werden. Ne? Aber es wird auf jeden Fall vor der Tour. Ja, und das ist ja auch eine komische Sache im Moment, die Lieferzeiten. Ja. Und ist schwierig. Wie gesagt, aber gut. Da haben wir jetzt auch gar nicht einen Rahmen zu. Wir wollen, glaube ich, alle gleich 69 Eis gucken. Auf jeden Fall. Ich muss auch Fotos machen, das heißt, ich muss pünktlich zurück sein. Ich muss aber noch eine ganz wichtige Frage stellen und das ist auch gleich die Abschlussfrage. Mhm. Ihr habt einen ganz tollen Song, der heißt Ich rolle das R. Ich, aus welchem Grund auch immer, kriegt mein R überhaupt nicht gerollt. Wollt ihr nicht mal irgendwie Workshops dafür anbieten oder habt ihr Tipps, wie man es lernen könnte? Das wäre eine Idee, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, wie ich das mache. Also einfach Zunge oben anlegen und dann die Luft durch. Also tatsächlich mit der Zunge dann. Ja, vorne, aber nicht hinten. Man kann es ja hinten machen, das geht nicht. Dann kann ich gar nicht. Oder vorne. Na gut, dann werde ich es mal üben und wenn wir dann das nächste Mal sprechen, dann versuchen wir gemeinsam. Dann rollen wir das R zusammen. Zu rollen. Genau. Sehr geil. Und zwar RRR. RRR. So machen wir es. Leute. Ja, ich danke euch erstmal fürs Gespräch. Ne? War Marty, sehr kurzweilig. Danke dir. Vielen Dank fürs tolle Interview. Kommt auf Konzerte. Wir sehen uns dann. Ne? Wir sehen uns im Herbst, Oktober, Heldmaschine-Tour. Kommt vorbei, Flächenbrand. Oder auf diversen Festivals, wie zum Beispiel Mera Luna oder das Volle Kraft Voraus Festival. Da sind wir auch mit dabei. Genau. In diesem Sinne,
Ciao und danke fürs Zuschauen. Rein in die Rinne. Bis dann. Tschüss.